So, wir haben jetzt einen Begleiter. Das ist Poki. Du kannst jederzeit zwischen den Krivers wechseln. Also wir können zwischen den Krivers hier wechseln. Wir können Poki und einmal, wie hieß er noch? Pretty, glaube ich, agieren. So. Das heißt, wir müssen uns jetzt gegenseitig helfen, indem er, ne? Nimmst du die Liane gar nicht hier? Ich wollte gerade sagen, wie die Lianen hier schnappen. Ah, Krivers lassen aneinander niemals alleine zurück. Also muss ich zusehen, dass die beiden immer in der Nähe bleiben. Dass der eine, okay, der ist nicht so wirklich begabt im Springen. Ey, ey, ey. Okay, ich glaube, er kann sich ja hier gucken. So. Mal gucken, was mit ihm jetzt hier auch klappt. Mit so einem Dicken hier. Jawohl. Nein! Das hat er sich ja auch festgekrallt und ich habe es wieder versucht. Näh. Zack. Hoch mit dir. Und zack. Und tipp. Jawohl. Ja, wo war ich jetzt noch? Das haben sie mich hier wieder rausgebracht. Ja, wie gesagt, ich konnte ja noch nicht sehr viel sehen. Was steht hier? Pucki kann Stacheln aus seinem Rücken schießen, um aggressive Tiere zu verjagen. Du kannst den Winkel des Angriffes verändern, indem du F drückst. Okay, also brauchen wir jetzt unseren kleinen Schnuckiken hier. Unseren Pocky. Pocky. So. Ah, okay, er macht das also. Von da oben. Das hat geklappt. Nice. Ja, ich habe einige Stände sehen können. Überwiegend war ich ja in Halle 10.1 bei der GameStar-Bühne. Lag halt daran, dass wir auch da unser Netzwerktreffen hatten. Ach. Moment. Dupe. Und ich glaube, wir kommen jetzt nicht wirklich weiter, oder doch? Doch. Muss man da gucken, ob wir jetzt da oben die Essenzen kriegen. Der beißt sich ja zum Glück da gut zusammen. Mal gucken. Unten ist nämlich auch noch was. Und den will ich mitnehmen. Ja! War das jetzt ein Fehler? Nee, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Okay. Sehr süß. Sehr süß. Sehr süß. So, springe mit Pucki an die Wand, um hochzuklettern. An die Wand springen. Das schafft unser Kleiner hier auch. Ah ja, okay. Ah, er lässt diese Stacheln. Befestigt er sich da? Okay. Jetzt haben wir unten wieder ein wildes Tier. Ja, das Netzwerktreffen war auch sehr geil. Also. Okay, damit können wir nichts machen. Also muss hier. So. So. Also ich fand es echt super. Vom Netzwerktreffen her, man kann echt nicht schimpfen. Das war echt genial. So. Merkt schon, ich komme ein bisschen wenig zum Reden hier. Aber ich will dieses Thema. Oh nein! Oh. Auch ein bisschen vertiefen.
Wart ihr auch auf der Gamescom? Wie fandet ihr es? Welche Eindrücke habt ihr sammeln können? Also ich fand's super. Wie gesagt, es war nur ein bisschen voll, trotz des Video Days. Also man möchte mal denken, wenn der Video Day nicht gewesen wäre, wie voll es dann noch gewesen, also wie voller es hätte werden können. Also will ich mir gar nicht ausmalen. Man musste ja schon an den Warteschlangen, beziehungsweise an den gewissen Spielen, schon 2 bis 4 Stunden warten. Ich habe mich jetzt persönlich nicht irgendwo angestellt, weil ich die Zeit einfach nicht dafür hatte. Es gab 2 interessante Spiele, wie die Sims 4. Darauf bin ich sehr gespannt. Call of Duty Ghost fand ich gar nicht schlecht, so vom Trailer her. Destiny war ziemlich geil. Und natürlich der GameStar-Stand, na klar. Den fand ich richtig toll. Unter anderem, weil er halt viele Gäste gab, wie jetzt PietSmiet, Kronk. Das war vielleicht ganz gut. Ja, wieso ist denn der jetzt mit runtergesprungen? Ach so, weil ich S gedrückt habe. Zack, zack. Sehr gut. Haben wir hier noch was vergessen? Ich hoffe nicht. Mir fällt echt die Musik hier. Und? Du auch. Zack. Zack. Nein! Guck mal, hier haben wir auch noch was. Die sind meist immer ein bisschen versteckt hier. Ah, guck, es wird auch angezeigt, dass wir uns so weit von unserem Partner entfernen. Ich bin gespannt, wie viele es nachher im Endeffekt sein werden. Irgendwie erinnert mich das Spiel so ein bisschen an Trine. Findet ihr nicht? Ich finde schon. So. Auf jeden Fall werde ich nächstes Jahr versuchen, von Mittwoch bis Sonntag auf der Gamescom zu sein. Da will ich auf jeden Fall hin. Um halt wirklich die komplette Messe zu erforschen, die Stände, die es da gab. Ich bin echt gespannt, was mich alles dort erwarten wird nächstes Jahr. Ich meine, es ist ja jetzt schon angekündigt worden, wann die Gamescom nächstes Jahr ist. Ich meine, das war vom 16. bis schlag mich tot, August. und ja, ich bin echt gespannt. Wir machen dieses Level hier noch eben schnell zu Ende. Ah, Fairfi fuck you. Hä? Böses Tierchen. Kommen wir da oben gar nicht hin? Ich will da oben hin. Doch. Kommen wir. Sehr gut. So. Wieder Etten hier. Dann du. Mal hier hoch. Kannst du. Das glaube ich, das bringt nichts. Glaube ich. Okay, geh mal ganz hoch hier. Doch, man kommt da hin, glaube ich. Jump! Ach nee, wir müssen die Essenz da unten mitnehmen. Mir fehlt echt so ein bisschen die Musik, muss ich ehrlich zugeben. Hey! Ich guck mal nachher, ob es irgendwie an den. Können wir jetzt mal eben an den Einstellungen gucken? Ist das jetzt an? Ab, auf? Auf, ab? Volumen ist auf jeden Fall voll da. Ah! Das war ausgeschaltet! Können wir mal sehen. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Jetzt wieder hoch mit dir. Jetzt ist auch ein bisschen Melodie da. Das ist doch sehr schön. Nein! Dann spring mal da hin. Machst du das nicht? Ich will aber die Essenzen haben. Oder die Licht.
glaube, die Essenzen sind, glaube ich, die wir an den Blumen sammeln. Und das sind die kleinen Lichter. Wie kommen wir jetzt da hinten hin? Ach, da ist ein Ast davor. So. Ah, okay. Jetzt haben wir es geschafft. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Okay. Ah, guck mal, hier oben ist nämlich noch eine Essenz. So, das sind die Essenzen. Kommen wir jetzt so. Ja, kommen wir. Jetzt brauchen wir unseren Pucki wieder. Na. Das würde funktionieren. Achso, brauchen wir nicht. Okay. So. Zugleich. Okay. Wir nehmen mal den dicken hier. Also hier ist eine kleine Wippe. Jetzt können wir nämlich da unten lang. So. Was ist das denn? Ich weiß nicht, wozu wir das brauchen. So. Jetzt können die beiden nämlich hier friedlich weiterlaufen. So, wen brauchen wir da jetzt? Ihn am besten. So, schnell ran vorbei. Du, Essence haben wir. Das ist so ein bisschen blöd, dass er nicht automatisch mitläuft. Das ist nicht so toll. Jetzt brauchen wir ihn hier. Zack. Haben wir ihn jetzt? Ja. Wo kommen wir hier hin? Ah, guck mal, zu einer Essenz. Aber wie? Kannst du mehr? Probier das mal. Ja, du kannst besser springen. Das ist unser besserer Jumper. Was ist jetzt? Ach, es müssen beide am Ziel sein. Ah, okay. Okay. Jetzt geht's hier ein bisschen etwas höher. Das Level ist jetzt ein bisschen länger hier. Jump. So. Ah, das ist doof. Guck mal, Vögelchen. So, verjagt. Und da hoch. Sehr gut. Dann da. Und einmal jetzt hier lang. Jetzt haben wir die Liane. Okay, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen kritischer, glaube ich. Oder kann er hier auf dem Ast? Ah, okay. So machen wir das. Zack. So, die Essenz haben wir auch. Beide müssen ja da stehen. Ah, den habe ich nicht gesehen. Dipti. Ich finde das Spiel echt süß. Ich weiß auch nicht, wie lang das sein wird oder wie groß im Allgemeinen die Parts werden. DWK war ja auch ziemlich klein, leider. Ach, ich komme gar nicht weiter. Das ist ja doof. Nur wenn wirklich beide da sind. Da unten ist doch irgendwas. Er ist echt kein guter Springer.
Ich wusste, hier ist was. Was würde ich jetzt da mitnehmen? Offensichtlich. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Nö, war kein Fehler. Weil er kann ja hier drauf. So, nämlich. Und du hier nimmst die Essenz mit. Jawoll. So, du musst das hier machen. Etten nehmen wir jetzt mit. Sag mal, Etten. 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 Ich weiß nicht, ob wir da hinten was vergessen haben. Deswegen gucken wir da hinten nochmal. Wie findet ihr das kleine Indie-Game-Spiel hier? Also ich finde das echt super. Es ist süß, es ist jetzt nicht viel mit Action verbunden, aber es beruhigt einen. Nach so einem stressigen Tag könnte man richtig toll abschalten damit. Also ich finde das echt super gerade. Ja, du möchtest wirklich deinen stressigen Alltag ablegen. Möchtest aber auch nicht vor der Glotze enden. Und hiermit kannst du erstmal schön abschalten. Ich finde das toll. Ich finde das herrlich. Das ist echt gut. Vor allem dieses Spiel ist auch nicht so weit bekannt. Also ich habe jetzt mal auf YouTube geguckt und wir haben das Level geschafft. Yay! Ich habe auf YouTube geguckt und es gab wirklich nur irgendwas mit 25 oder 65 Ergebnisse, aber aus dem englischen Bereich. Und daher finde ich es ganz gut, dass wir es hier so geschafft haben, das hier auch zu spielen. Beziehungsweise zu LPen. Und ich weiß auch gar nicht, wie es bei euch ankommt. Findet ihr es jetzt eher langweilig oder... ja. Schreibt es mir da unten mal in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren.